Sucht bin. Meine Stimme tickelt jeder in dem Banjo. Meine Stimme im Banjo, egal wo ich Sucht bin. Sebastian Krause ist seit 5 Monaten Chef der Wache. An diesem Abend nimmt er selbst an der Großkontrolle teil. Gerade an den Wochenenden lassen es sich Touristen, Junggesellen und Junggesellinnen auf dem Kiez gut gehen. Moin, hallo. Glasflaschen sind hier verboten in dem Bereich, ne? Bitte entfernen Sie die. Das Glas. Ja? Totenherberge. Entfernen Sie das bitte. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Kostet uns mindestens 30 Euro. Gucken Sie mal, hier vorne ist eine Mülltonne. Da führen Sie das dann mal. Da, die pinke Mülltonne, da vorne. Ne? Schmeißen Sie gleich mal weg. Glasflaschen sind hier nicht erlaubt. Ne? Aber nicht. Ja, die dürfen nicht verkauft werden. Sie, wenn Sie da gekauft haben, die müssen in der Regel Plastikbecher haben. Also, die können Sie auch umfüllen lassen. Das machen die. Das Problem ist, dass die Flaschen natürlich nachher möglicherweise irgendwo rumliegen. Nee, alle leicht bekleidet sind. Das ist spannend. Kippen Sie um. Okay? Ja, das glaube ich. Okay. Aber ist eigentlich eine coole Regelung, oder? Keine Glasflaschen und so. Das Ding ist, ja, wenn kein Glasflaschen, dann mehr Plastik. Mehr Plastik ist natürlich auch mehr Müll. Ja, aber bei Glas, vor allem da, wo Leute eh alle besoffen sind, gibt es dann auch mehr Glassplitter und sowas, auch kaputte Flaschen. Bei Gewalt wird dann sicher auch öfter die leere Flasche oder die Flasche genutzt. Okay, ist halt deren System. Wusste ich auch nicht. So richtig rumgesprochen hat sich das Verbot bei Touristen und Partyvolk noch nicht. Also, was ist das? Ja, Knarre, Messer, okay, Flasche, was ist das hier? Teli oder was ist das? Baseballschläger wahrscheinlich, ja. Und das sieht aus wie Pfefferspray. Was steht hier? Kann das jemand von euch lesen hier? Boah, ich kann das nicht lesen, Alter. Irgendwas Glas, Beschädnisse, was steht da? Keine Ahnung, Bruder, ich hab das kann ich nicht lesen, Mann. Zwere Sicherheit wird dieser Bereich über Video, Bruder. Keine Ahnung, Alter, wer das lesen kann, Bruder. Der Revierleiter sieht da Optimierungsbedarf. Ja, aber guck mal, du kommst hier hoch und du siehst nichts, ne? Also du siehst kein Schild. Nehmen wir an, wir hätten hier Piktogramme. Rauferei. Hoch und guck das mal, okay, was habe ich jetzt für einen Untergrund? Ich wechsle den Untergrund von der Treppe auf normal und sehe das hier. Wäre das vielleicht nicht schlecht. Moin, hallo, die Polizei. Alles gut, was? Steh mal auf. Komm mal ein bisschen hoch. Ne? Mach langsam. Brauchst du Hilfe? Geht das? Geht? Geh mal ein bisschen in Bewegung, ne? Dass du hier nicht zwischen den Leuten irgendwie bist. Die fallen ja über dich. Okay? Geh mal los, ne? Na klar nervt das. Auch die Einsatzkräfte. Wenn man immer wieder angesprochen oder angefasst wird. Und das ist alles unschön. Aber wir sind halt auch Polizei. Das gehört zu unserer Aufgabe dazu. Und deshalb ist das natürlich nicht die schönste Aufgabe manchmal. Man muss aber auch sagen, die Arbeit hier polarisiert auch. Entweder man mag es oder man mag es gar nicht. Zurück zur Davidwache. Auch hier herrscht nachts hohes Besucheraufkommen. Die sogenannte REZ, die Rezeption, ist Anlaufstelle für alle Betrogenen, Ausgeraubten und Beklauten. Eine Art Kummertresen. Wenn die Polizei Freund und Helfer ist, dann hier. Und manchmal kommt auch noch eine glückliche Fügung dazu. Können Sie den Täter beschreiben? Täter? Wer hat Ihnen das geklaut? Haben Sie das Weiß gesehen? Ich aus der Tasche rausgenommen? Ja, aus der Tasche, ja. Also Sie haben keine Täterhinweise? Nein. Ich habe reingetan, gekommen. Keine Ahnung, 200 Meter gekommen. Ja. Ich gucke, ich habe keine Tasche. Handy, Ausweis oder was ist alles weg? Ja, da drin war, weiß nicht, 1200 Euro. Moment, wie ist denn Ihr Name? Tumilovic. Moritz? Marius Tumilovic. Oh, Sie haben richtig Glück. Die Echt? Bundespolizei hat das gefunden, eine schwarze Geldbörse. Ja, genau. Wann sind Sie geboren? Am? 8. Dezember 1985. Ja. Echt, ja. Sehr gut, ist gefunden worden. Wow, guck mal, wie glücklich der ist, ja. Ei, wie süß, Alter. Ja, sowas gibt's auch, Bruder. Ich schwöre euch, ich hab gestern war ich unterwegs mit Nils Petersen. Wir waren ein bisschen spazieren, haben einen schönen Tag gehabt, waren unterwegs, waren noch was essen abends. Und ich hab mein Auto geparkt, so ungefähr 22 Uhr. Ja, wir sind noch schnell rein in den Laden, hab noch was zu essen bestellt, weil 23 Uhr machen die Küchen zu. Und dann haben wir noch was zu essen bekommen. Und dann kamen wir raus, so irgendwann um 0 Uhr noch was, ja. Kamen wir raus,
Dann neben dem Auto, ja, wo ich geparkt habe, lag einfach ein Portemonnaie. Okay? Da lag ein Porto. Ich guck so rein. Ich sehe so ein Bild, okay, so ein Junge. Ich guck so rein, sind so 90 Euro drin. Ich guck, okay, was ist da noch? Ausweis, okay, ich sehe so, der ist 2009 geboren. Also, wie alt ist man, wenn man 2009 geboren ist? 14, okay? Er ist 14 Jahre, aber ich habe mich so gefragt, hä, was macht sein Portemonnaie hier, Alter? Jetzt um diese Uhrzeit, 90 Euro drin, weißt du? 14 Jahre, einfach neben meinem Auto, vorher lag das nicht da, ja? War alles ein bisschen komisch, Bruder. Aber ich habe dann gesagt so, Nils, ich meinte so, komm, Bro, wir bringen das zur Polizei. Wir geben das da ab. So, weil ich hatte keinen Bock, das bis nächsten Tag irgendwie zu behalten. Weil du weißt nie irgendwie, keine Ahnung, hinterher ist dem Jungen was passiert. Ich werde jetzt bei der nächsten Polizeikontrolle mit dem Auto irgendwie rausgezogen und habe jetzt sein Portemonnaie einfach im Auto, Bruder. Ich noch als Schwarzer, noch als, weißt du, ich meine, Bruder, so einer, der auch schon gesessen hat und so, Bruder, dann, das kommt einfach nicht gut, verstehst du? Es sieht einfach nicht gut aus, Bruder. Das ist genau dieser Moment, wo man sagt, es ist nicht das, wonach es aussieht. Weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir bringen das dahin. Wir sind jetzt auf dem Weg so zur Polizei. Ich gucke so neben mir so Nils, er ist so voll tätowiert, weißt du, der saß jahrelang im Knast in Kolumbien. Wir können uns gleich mal seine Real-Life-Story angucken. Der war ja gestern hier. Einige von euch haben ihn gesehen. Wir haben gestern nicht wirklich gestreamt. Ich wollte ihm nur so ein, zwei Sachen zeigen. Er saß in Kolumbien im Knast wegen Kokainhandel. Und ja, wir können gleich uns was von ihm auch anschauen und so. Auf jeden Fall, wir sitzen jetzt nebeneinander, so der eine voll tätowiert, Bruder, und ich halt. Weißt du, ich meine so. Ich sag jetzt, Bruder, was haben wir uns dabei gedacht, jetzt so zur Polizei zu gehen und zu sagen, ja, wir haben gerade ein Portemonnaie gefunden und so. Also ich meine, Alter, Bruder, man hat immer so viele Gedanken, Bruder. Wenn man mal mit der Polizei so in Kontakt war oder wie man das sagt, in Berührung gekommen ist, aber auf die Art und Weise, wie wir mit der Polizei zu tun hatten, weißt du, so dieses Crime-Leben, so, weißt du, diese als Straftäter, als Krimineller, würde ich sogar sagen. Okay. Dann hat man immer so, Bruder, im Hinterkopf so, Alter, Bruder, die werden uns das nicht glauben. Vielleicht, die nehmen uns einfach fest, nicht, dass dem Jungen was passiert ist und am Ende sind wir es schuld und was weiß ich, weißt du. Gott sei Dank, alles gut gegangen, wir haben es einfach hingelegt und ja, wer weiß, ich hoffe mal, die werden den Jungen kontaktieren, da war ja sein Ausweis drin und so. Heutzutage kann man ja irgendwie schnell rausfinden, ne? Wenn man Name und Adresse hat. Ja, Mann. Deswegen, ich fühle das gerade voll, ja, wie der sich freut. Die Polizei, die hat gerade angerufen, sei wohl auch viel Geld drin gewesen. Ja, ja, 1200 für das 1300 Gramm drin sein. Krass, Alter. Ja. Ich dachte erstmal mit diesem Preis, der hat geblufft. Wer von euch hat auch gedacht, der blufft? Sei mal ehrlich. Sei mal ehrlich, Alter. Ich habe richtig gedacht, der blufft. Der sagt einfach 1200, so denkt er, der kriegt jetzt hier irgendwie vom Polizei einfach Geld in Hand. Ich sag dir, Bruder, ich dachte, der blufft hart mit diesem Geld, aber krass, der Polizist sagt noch. Hat er angerufen, sei wohl auch viel Geld drin gewesen. Ja, ja, 1200 für das 1300 Gramm drin sein, ne? Ja, genau. Gut, ich check das kurz und sag ihm gleich Bescheid, ja? Also, danke. Für den Mann ist der Fund wie ein Sechser im Lotto. Da haben Sie jetzt Glück gehabt. Bruder, guck mal, das Ding ist, man trägt schon viel Geld mit sich, aber vor allem, wenn du Reeperbahn bist, ja? Die Leute, die wollen ja Spaß haben, da kannst du zocken, Casinos, Stripclubs, dies und das, das ist ja für die, weißt du, ich meine, die haben ja das Geld dafür, Bruder, die wollen da die Zeit so verbringen, weißt du, und dann, wenn man so da chillen will, dann ist das auch kostenspielig, ja? Sind wahrscheinlich auch hier Genossen aus woher? Wahrscheinlich Russen, ja? Die trinken auch gut was, das heißt so, die haben schon so was, die haben schon was geplant mit dem Geld, ja? Ja. Lass mal hören. Für den Mann ist der Fund wie ein Sechser im Lotto. Das sind sicher Russen, ne? Oder der redet ein bisschen so wie Mäus auch ein bisschen, oder? Der könnte doch so Tschetschener sein auch. Da haben Sie jetzt Glück gehabt, ne? Echt jetzt? Ja, unglaublich, ne? Ja. Ab und zu haben wir dann, ja, das passiert. Der ist ja richtig. Ah, der freut sich ja übertrieben. Alter. Schon, aber ist ja nicht die Regel. Bulgare oder so, sagt er. So schnell Polen. Gelöst und nicht alle Besucher der Davidwache so pflegeleicht. Was kann ich für Sie tun? Smartphone geklaut. Smartphone? Okay, meint ihr Pole, ja?
Kann sein, Bruder. Kann sein. Wirklich. Ja, ich weiß auch, mein Smartphone ist. Ich glaube, das kriegen sie selber hin. Da ist kein Smartphone drin. Das wurde mir geklaut hier. Ja, wo, was heißt denn hier? Was heißt denn hier? Ich bin hier. Ich hab gefragt. Warte mal kurz. Da müssen wir kurz noch mal rein, Alter. Was ist denn jetzt hier los? Wache so pflegeleicht. Was kann ich für Sie tun? Smartphone? Können Sie mal nachgucken, ob da mein Smartphone ist? Ich glaube. Können Sie mal nachgucken, ob da mein Smartphone ist, Alter? Ey, so Leute, die sind doch, ich weiß nicht, ja, die, wofür gehen die denn dann dahin so? Weißt du? Ich denke mir so, was erhoffst du dir? Denkst du, du kriegst jetzt Geld so in die Hand gedrückt so? Ich verstehe das nicht, Alter. Da ist kein Smartphone drin, das wurde mir geklaut hier. Der heute, Bruder, heute. Der heute, Bruder. Scheiße. Ich bin hier. Scheiße. Ich hab gefeiert heute wie sonst was. Ihr Handy ist Ihnen jetzt wo gestohlen worden? Hier. Hier in diesem Haus? Nein. Was heißt hier in Hamburg? Hier auf St. Paul. Und wo? Weiß ich nicht. Gut. Das Einzige, und Sie haben auch keinen Täter, keine Täterhinweise, Sie haben keinen Verdacht, wer das weiß gewesen sein nicht. Kann. Okay, das Einzige, was ich jetzt für Sie tun kann, ist eine Diebstahlsanzeige aufnehmen. Auf unbekannt, ja. Und dann hoffen, dass irgendjemand ja so korrekt ist und das Handy auch vorbeibringt wie bei dem Herrn davor. Und ja, so, im besten Fall kennst du noch das Passwort, falls das Handy aus ist. Weil wenn du das Passwort nicht kennst und nicht mehr ins Handy reinkommst, also den PIN, dann kriegst du das Handy auch nicht. Ja? Dann könnte es ja von jedem sein. Oh, mein lieber Mann, mein lieber Mann. Das. Ja? Gut, ich möchte meine Nachbarin auch als Mörderin. Was möchten Sie? Ich möchte meine Nachbarin auch als Mörderin anzeigen. Kein Polizistenschwein. Was ist los, Alter? Bruder, der dreht komplett durch. Ich schwöre, Bruder. Was sagt er? Wer ist ein Mörder? Was ist passiert, Bruder? Ich möchte meine Nachbarin ist eine Diebstahlsanzeige aufnehmen. Dann machen Sie das. Ja? Ich möchte meine Nachbarin auch als Mörderin. Was möchten Sie? Scheiße, Bruder, der hat einfach ausgepackt. Verdammte Scheiße, Bruder. Da saß etwas tief in seinem Herzen. Ich sag dir, der hat die einfach gezinkt. Guck mal, wie alt der ist. Der hat schon Haare verloren mit dieser Geschichte, wie lange er diesen Mord für sich behalten musste von seiner Nachbarin, der Mord. Ich möchte meine Nachbarin auch als Mörderin. Was möchten Sie? Ich möchte meine Nachbarin auch als Mörderin anzeigen. Kein Polizistenschwein. Was? Hey, was ist los? Was ist? Warum? Warum jetzt Polizistenschwein? Hey! Was ist mit denen passiert? Ey, der ist durch. Scheiße. Der macht Krieg mit allen, Bruder. Der war wie Sinanji, mein Gott. Der hat mit allen Krieg, ich schwöre. Ich gegen alle, ich schwöre, Alter. Die Nachbarin auch und du Polizistenschwein, Alter. Mein Handy ist weg, Mann. Beweg dich. Scheiße, oder was ist passiert? Ich möchte meine Nachbarin auch als Mörderin. Ich möchte meine Nachbarin auch als Mörderin anzeigen. Kein Polizistenschwein? Was? Oder kein Polizist aus Kreis Steinburg oder Kreis Pindeberg hat mir jemals eine Anzeige aufgenommen. Ich habe jetzt den 37. Polizeieinsatz bekommen. Geil. Was war das für ein Handy? Der Bulle macht einfach das Spiel. Er fragt aber, was war das für ein Handy? Bruder, der hat dir gerade gesagt, seine Nachbarin ist eine Mörderin, Bruder. Was ist hier los, Bruder? Du Polizistenschwein! Scheiße, ich sag dir, diese geile Psychosen, Bruder. Das war kurz diese Schizophrenie, Bruder. Da kam kurz dieser andere Charakter durch. Scheiße, Alter. Samsung-Handy, Smartphone. Okay. Jetzt bin ich absolut offline. Okay, wollen wir mal gucken, Herr Rucksack? Ja, wenn ich das darf, dann mache ich das. Doch im Rucksack finden sich nur alte Lebensmittel und eine leere Schnapsflasche. Der Verbleib des Handys ist genauso rätselhaft wie die Aussagen seines Besitzers.
Oder ist er eigentlich drin? Okay. Da wir jetzt nur keine Anhaltspunkte für eine Straftat haben. Der sagt aber, ich bin jetzt offline. Der Typ ist so. Hey, scheiße, das ist vor. Was hat er gesagt? Da wir jetzt nur keine Anhaltspunkte für eine Straftat haben. Wo sind die denn? Und wir sind sie gerade unten in der. Da wir keine Anhaltspunkte für eine Straftat haben und sie sich nicht sicher sind, wo das Handy ist, eine Verlustanzeige für Handys machen wir nicht. Nur für amtliche Dokumente. Ich bin absolut offline. Komme ich jetzt nach Hause? Da fällt gar nichts mehr nach raus. Wo soll ich übernachten? Ja, oder wir machen noch ein bisschen durch. Irgendwann fällt ja der erste Zoff wieder, ne? Jetzt habe ich wenigstens mal die Davidswache. Das heißt übrigens Davidwache und nicht Davidswache. Oh, das tut mir leid. Macht doch nichts. Bleibt gesund und. Komm, gleichfalls. Ich weiß nicht, wann ich nach Hause komme. Alter, Bruder. Wahrscheinlich war der Herr ein bisschen verwirrt. Ey, Brudi, man muss doch sowas ernst nehmen, oder? Der hat einfach gedroppt, so, meine Nachbarin will ich als Mörderin anzeigen und sowas. Bruder, sowas kickst du doch nicht einfach auf deinen Trip, Alter. Oder? Er fragt den Polizisten, er dachte, er bietet ihnen jetzt Geld und Unterkunft. Ey, ne? Die lassen einfach das stehen mit dieser Mörderin. Ich bin gespannt, was er sagt jetzt. Augenscheinlich war der Herr ein bisschen verwirrt, aber macht ja noch einen harmlosen Eindruck. Das ist noch gar nichts. Also da gibt es noch viel, viel schlimmere Sachen. Dann kommen die Leute rein und möchten anzeigen, dass draußen vor der Wache ein digitaler Spielplatz gerade gebaut wird. Oder dass wir alle abgehört werden und dass wir alle ganz irre Sachen. Das Arbeitsaufkommen. Ich weiß nicht, aber eure Meinung nach, ja? Also harmlos war das auf jeden Fall nicht, ne? Aber jetzt das mit dieser Nachbarin, Bruder. Ganz ehrlich, die Sache muss man doch ein bisschen nachgehen, oder? Das kam so aus den raus, Alter. Das war so irgendwie, was hat er gesagt? 27, bei 27 oder 7 Polizisten war der. Und keiner wollte diese Anzeige aufnehmen, ja? Ja, stell mal vor, das stimmt, Alter. Boah, das ist ein bisschen creepy auch, ja? Für die Polizei auf St. Pauli ist an jedem Wochenende. Herr Karpen, wir sind in St. Pauli, Bruder. Volksfest. Die Beamten der Davidwache werden darum Freitag und Samstagnacht von Kollegen der Bereitschaftspolizei unterstützt. Die haben heute mal wieder mit Männern und ihrer Selbstüberschätzung in Sachen Alkohol zu tun. Der Kellner einer Bar glaubt, dass ihnen K.O.-Tropfen in die Getränke gemischt wurden. So, kann ich mal gucken kurz? Ja, gerne. Komm ich mal an? Ja. Okay, gut. Ja. Das kann nicht sein. Ich nehme keine Drogen. Ja, wie viel hast du denn getrunken heute? Was? Der Polizist hat doch gar nichts gesagt, oder? Der sagt einfach, das kann nicht sein. Ich nehme keine Drogen. Ja. Okay, gut. Ja. Aber guck mal, wie jung die Polizisten sind, ne? Das haben wir ja zum Anfang gesagt. Das ist jetzt halt dieser Generationswechsel, ne? Jetzt kommen jüngere Polizisten dran. Das ist auch wichtig, das ist auch richtig und gut auch, muss man sagen. Weil die Jüngeren, die können sich ja auch besser mit den Jüngeren identifizieren. Die können ja verstehen dann, wenn jemand jetzt irgendwie mal Scheiße gebaut hat, weil er gerade irgendwie hungert und so. Weißt du, das ist schon ein bisschen was anderes so, wenn man so gleichaltrig ist. Aber es gibt halt natürlich dann auch welche, die sind jetzt Polizisten geworden, wurden früher irgendwie abgezogen und so und versuchen das jetzt irgendwie an jeden, der irgendwie Scheiße baut, rauszulassen. Weißt du? So, da ist halt manchmal schon gut, wenn ein Polizist da ist, der mehr Erfahrung hat, schon länger im Business ist und so, ja. Weil diese Jungs hier, die haben ja nicht mal einen Stern. Das kann nicht sein, ich nehme keine Drogen. Okay, der hat einen Stern. Was hast du getrunken heute? Viel, wirklich viel. Mega viel. Wodka, aber ich nehme keine Drogen, ich hasse Drogen. Ja. Nimm dir mal fürs Nein auf den Nebel. Ja, warte mal, hier sitzen. Ja, komm, jetzt ein Krankenwagen, der guckt sich die einmal an. Ja, bitte. Und wenn er nicht mit muss, dann... Was soll denn das? Ob Drogen, K.O.-Tropfen oder einfach zu viel Promille, das lässt sich erstmal nicht klären. Ja, Mann, die Älteren sind schon, Bruder, die sind schon eingesessen. Ich liebe meinen Job. Ich bin sehr lange Polizist und ich habe es noch nie bereut, Polizist zu sein. Und ich sage es immer wieder meinen jungen Kollegen auch, ich sag, wenn ich nochmal auf die Welt komme, mache ich das nochmal. Während ein Feierabend... Wow, wie viele Sterne hatte der? Okay, drei Sterne. Wenn ich nochmal auf die Welt komme, mache ich das nochmal.
Während ein Feierwütiger abtransportiert wird, müssen die Polizisten schon wieder weiter. Ein Kollege in Zivil hat einen Taschendieb gefasst. Der Täter hat hier einen Bunker gelegt von Diebesgut, hat das Handy an sich genommen, was er zuvor geklaut hat. Hat dann das Handy genommen, ist rübergegangen und konnte da festgenommen werden. Die Tat war auch heute, oder? Die Tat ist wahrscheinlich heute, das können wir noch nicht nachweisen. Das ist ein deutsches iPhone, gehört einer Nicole. Die Zivilfahnd. Deutsches iPhone? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Das habe ich auch zum ersten Mal jetzt gehört. Deutsches iPhone, was soll das sein? Deutsches iPhone? Was heißt das, Mann? Was meint ihr damit? Das ist ein deutsches iPhone, gehört einer Nicole. Die Zivilfahnder. Oder gibt es so ein ausländisches iPhone? Warte, lass mal ganz kurz einmal checken, Alter. Sprache auf Deutsch eingestellt. Spracheinstellung wahrscheinlich. Bestimmt die Sprache, okay. Wenn ihr das sagt, Alter. Hab ich noch nie gehört, Mann. Da gibt es Unterschiede. Nicht die Sprache. Lord, was meinst du denn? Gehört einer Nicole. Die Zivilfahnder dürfen nicht... Oder meint sie, der meint deutsches iPhone, weil es einer deutschen Nicole gehört? Bruder, da fängt der Rassismus schon bei den iPhones an, oder was? Ey, was, wenn das einem Hakan gehört, Alter? Dann ist es ein türkisches iPhone, oder was? Darum müssen wir uns nicht kümmern. Da war der Typ gerade sicher in der Wache, der war sicher Pole oder so, ja? Auf den haben die richtig geschissen. Der Arme, der hat irgendwie 27... Polizisten schon versucht, irgendwie so eine Anzeige auszustellen, ja. Dem sagen die einfach, ja, für Handys können wir nichts tun, aber wo? Ja, okay, ey, komm, wir gucken einfach. Ich dachte eigentlich, das Handy gehört dem Psycho. Die Tat war auch heute, oder? Die Tat ist wahrscheinlich heute, das können wir noch nicht nachweisen. Okay. Das ist ein deutsches iPhone, gehört einer Nicole. Einer Nicole, ja. Die Zivilfahnder dürfen nicht erkannt werden. Das gehört einer Nicole Bauer. Taschendiebe auf frischer Tat. Das ist eine deutsche Qualität. Darum machen wir Spaß, Mann. Hast du irgendwelche Waffen oder gefährlichen Gegenstände dabei? Der Kollege guckt einmal kurz an die Tasche. Look me, I don't stop at me. I have disco here. Was? Ich mach kein Zapzarab. Hey. I buy this telephone for my money. Beruhig dich mal. Hey, beruhig dich mal. For my money. Beruhig dich. Wir gucken einmal rein und dann sagen wir Bescheid. Ruhig. Zeitgleich werden die Personalien der Männer überprüft. Es handelt sich um zwei Nordafrikaner. Ei! Die Personen wurden dabei beobachtet, wie sie zuvor zweimal versucht haben, einen Taschendiebstahl... Das ist natürlich wieder das Klischee erfüllt, ja? Und das ist halt so eine Sache. Ich muss sagen, es ist... Guck mal, man hat sehr oft immer die Polen so abgestempelt. Das sind die Diebe und so. Ich muss sagen, so Schwarzafrikaner, über die sagt man so Sachen nicht. Ich weiß nicht, so was ist so das Image des Schwarzafrikaners? Ja? Vielleicht, die sind lustig, die sind, weißt du, die können, deren Deutsch ist lustig, deren Akzent und so. Vielleicht, die können tanzen und sowas. Aber so, dass wir Klauer sind, okay, Dealer. Ja, Dealer, das, da muss ich schon sagen, hast du recht, Bruder. Dealer ist das Image, vor allem durch Berlin, durch diese, wie heißt das Ding? Diese, in Berlin gibt es doch diesen einen Park da. Dieser eine Park, dieser ganz bekannte Park, auf jeden Fall in Berlin, da gab es, glaube ich, auch so eine Doku. Okay, durch die, genau, Görlitzer Park, durch die ist dieses Image aufgetreten, okay, das sind alles Dealer. Aber bei Polen war das ja immer so, ja, das sind alles Diebe und so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie irgendwie so wirklich mitbekommen, irgendwie die Polen haben irgendwo geklaut, Alter. Ich weiß nicht, von wann dieses Image lebt. Vielleicht ist das so eine Zeit von... Hitlerzeit oder welche Zeit, wann soll das gewesen sein, wo die Polen so geklaut haben? Weil ich kenne Polen, so Jungs, so, das sind keine Klauer, so, weißt du, ich meine, die, ich weiß nicht. Was sagt ihr? Polen klauen nur Autos. Ja, das kann sein. Autos, wahrscheinlich Autoteile verkaufen und so, ja, das kann sein. Das kann auf jeden Fall sein, ja. Aber halt bei Nafris, das Image, ja, Zapzarab und so, das ist schon lange dieses Image. Das ist schon sehr lange und die bestätigen das immer wieder auch, ja. Das ist Pain. Deswegen, für uns natürlich, für mich, ist nicht gut, dass die Schwarzen dieses Image des Dealers haben, ja. Aber für die Nafris ist auch nicht gut, dass dieses Image der Diebe ist. Wobei ich Dealer, finde ich nicht so schlimm wie Dieb, Alter. Sag ich euch ganz ehrlich. Ich sag euch, ja. Ey, scheiße, Mann, der Dieb ist schon echt wirklich, das ist schon dreckig, Mann. Den Dieb kann man gar nicht vertrauen, ich schwöre. Begehen. Das ist denen aber nicht gelungen, aber aus einer vorangegangenen Tat haben sie wahrscheinlich was abgelegt, das haben sie gerade abgeholt, dabei wurden sie festgenommen. Und das Handy, was sie
da rausgeholt haben, ist ein deutsches iPhone, was auf ein Mädel zugelassen ist. Hey, das, warum erwähnen die das Ganze? Deutsches iPhone. Was heißt das, Bruder? Ich schwöre, das hätten die erklären müssen. Ich schwöre, das regt mich auf, dass ich das nicht komplett verstehe, warum man das dazu sagen muss. Hä? Das verstehe ich nicht, Alter. Ihr habt jetzt hier schon gesagt, ja, deutschsprachig, okay, aber was, das muss doch irgendwas muss das dieser Insider, weil warum kennen wir das nicht? Warum habe ich das noch nie irgendwo anders gehört? Da rausgeholt haben, ist ein deutsches iPhone, was auf ein Mädel zugelassen ist, was wahrscheinlich hier am Feiern ist und das noch gar nicht mitgekriegt hat. Mit Blaulicht werden die Männer zur Polizeiwache gefahren. Weil guck mal, sagen wir mal jetzt ganz, wir malen jetzt mal den Teufel an die Wand. Sagen wir jetzt, es geht jetzt wirklich um die Nationalität. Vielleicht, das ist ein iPhone von jemandem, der einen deutschen Pass hat. Weißt du, was ich meine? Und die denken sich, okay, wenn der Nafri von einem anderen Nafri geklaut hätte, das wäre was anderes. Aber das ist halt von einem Deutschen. Da müssen wir da uns anders kümmern. Das wäre halt schon krass, wenn das jetzt so eine Herangehensweise wäre. Weißt du, was ich meine? Bei einem besteht Fluchtgefahr. Der andere ist in der fahrbaren Zelle seelenruhig weggedämmert. Ramazan, Teil 2, wir überlegen, Bruder. Wir gucken dann. Wir sind zu Hause, also wir sind da. Magst du dich hier vorne einmal hinstellen? Und dann rechts rum, bitte. Just Chill steht auf seinem T-Shirt, übersetzt entspann dich. Das nimmt der Verdächtige bei der anschließenden Überprüfung wortwörtlich. Er wird ja Erkennungsdienst behandelt. Dafür werden ihm jetzt hier einmal die Gegenstände, die er gleich in der Zelle nicht haben soll, abgenommen. Gürtel beispielsweise oder Hosenbund, wenn er den hat, so ein Bändchen. Es geht darum, dass die Leute sich eben am selbst verletzen. Einmal pusten, ja. Schön kräftig, nicht selber anfassen, immer noch nicht. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, gut, reicht. Reicht, Jos, reicht. Ja, 0,88. Der zweite Verdächtige setzt offenbar auf andere Rauschmittel. Hast du Marihuana dabei? Nein. Ja? Wo ist das? Ist das hier? Wo ist das denn? Ich riech das doch. So, bist beschuldigt am Strafverfahren. Ja, diese meine. Ja, diese meine Haschisch. Lass meine Haschisch, ich bin hier schon in Zelle. Lass mich hier meine Haschisch in Zelle rauchen. So, bist beschuldigt am Strafverfahren. Ja, diese meine. Besitz von Betäubungsmitteln. Diese so, meine kannst du kannst dich zu der Sache äußern, musst du aber nicht, du hast das Recht auf einen Anwalt. No, Mann, und über den kann... Seine Haschisch. Oh, Miskin. Noch sein Haschisch wurde auch noch beschlagnahmt. Entdeckt. Kannst du auch Beweiserhebung beantragen, hast du es verstanden? Das ist das, der hat das Image komplett erfüllt. Ich sag dir, noch mit Haschisch. Ich kann jetzt Zapzarab machen. Gut. Die nächsten Stunden müssen die beiden erstmal in der Zelle verbringen. Tja. Wenn es Tag wird auf St. Pauli, ist die Welt eine andere. Aber nicht unbedingt besser. Polizeioberkommissar Andreas Prüß ist bürgernaher Beamter. Um 8 Uhr startet die Morgenrunde durchs Revier. Moin, Robert. Hey, moin, alles klar? Ja. Gut, wie geht? Ja, ist gut. Alles so gut? Ja, ja, ja. Waschen gehen? Ja, es ist so gut, okay. Moin. Hallo. Hey. Alles gut? Ja? Aber krass, der hat den Obdachlosen mit Namen angesprochen. Ja, finde ich krass, Alter. Ich finde das auch sehr positiv, weil das gibt auch den Obdachlosen trotzdem noch ein Gefühl, trotzdem auch, ja, so, weißt du, das ist was anderes, als wenn du einfach einen sagst, ja, der Schwarze oder so, als wenn du den mit Namen ansprichst. Du gibst ihm einen anderen Wert, weißt du, was ich meine? Genauso wie, ja, der Obdachlose oder, weißt du, ich meine, der Penner. So, wenn du den mit Namen ansprichst, Bruder. Das ist was anderes. Ich finde das korrekt, Art. Hier bleiben, ne? Moin! Ich kann da nichts hören. Du wolltest schon vor 2 Tagen nach Hause gehen, hast du zu mir gesagt. Das habe ja, ich morgen schon das zweite Mal gesehen. Ich war ja auch zu Hause, aber... Aber du hast hier gepennt heute, ne? Moin! Ja, ich kann da nichts mehr machen. Was ist denn los hier? Moin, gut, war verpissen. Nee, ich will mich nicht verpissen. Erstmal gucken, was du hast. Und du siehst zu, dass du hier nicht allzu lange bleibst, ne? Das ist nicht gut für dich. Fahr mal lieber zurück nach York. Ciao.
Auf meiner Morgenrunde laufe ich so meine Brennpunkte so ein bisschen ab, zeige ein bisschen Polizeipräsenz, gucke aber auch ganz viel nach den randständigen Personen. Okay, meinte der, macht das nicht jeden Tag oder was? Ich glaube schon, Bruder. Guck mal, die reden ja auch mit ihm so, als würde man sich schon kennen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon, dass das real ist, Mann. Und die irgendwo liegen zum Schlafen, die gehören hier auch her auf St. Pauli. Die wollen wir auch nicht vertreiben und wir gucken dann immer in der Morgenrunde eigentlich, naja, ob sie die Nacht gut überstanden haben. An der Ecke Reeperbahn Große Freiheit besteht Hand. Doch, Bruder, ich kauf denn das ab, Alter. Ich sag dir ehrlich, ich kauf denn das schon ab. Ich kauf denn das ab, ehrlich. Ja, weil ich kann, also in anderen Städten, Bruder, die schämen sich für sowas, ja. Die wollen das nicht mal zeigen, nicht mal im Fernsehen und so. Also nicht mal in irgendwelchen Videos. Wann hast du mal gesehen, dass irgendwie in Frankfurt Bahnhof, dass die da mit den Obdachlosen so gesprochen haben oder so? Weißt du, was ich meine? Habe ich noch nie erlebt. Ich glaube schon, dass die in Hamburg so eine Mentalität haben. Ey, das sind Hamburger, auch wenn die hier obdachlos sind, weil man kennt sicher den einen oder anderen Obdachlosen auch, der mal hier wirklich eine Nummer war. Weißt du, was ich meine? So, der eine, der jüngere Polizist, der hieß ja schon was älter, aber der jüngere Polizist, die sind ja auch hier zum Beispiel gewesen, die waren ja hier drin. Und der hat ja zu seinen Kollegen, ach, zu den Kameraleuten gesagt, ey, hier könnt ihr nicht mit reinkommen, so, weil das ist Milieu. Und so, das wird den Leuten nicht gefallen, deswegen könnt ihr nicht mitkommen. Aber die respektieren trotzdem das Gesetz so der Straße dort und auch deren Stadt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon, dass die so, dass Hamburg so, das ist so ein... Die haben so eine Mentalität, weißt du? Moin! Bisschen aufräumen wieder, ne? Basili, aufräumen. Guck mal, der nennt den mit Namen, Bruder. Der hat den anderen Robert genannt, aber meinst du, der findet immer einfach irgendeinen Namen jetzt. Muss mal weg, ne? Ja? Ich ruf mal Stadtreinigung an, ne? Ja? Was denn? Hallo, Andreas von der Davidwache. Könntest du kurz vorbeikommen? Reeperbahn, Ecke, Große Freiheit. Was passiert? Ja. Bis gleich da, alles klar, danke. Ciao. Ciao. Aber das nicht, Vasili. Das muss weg. Und das kommt auch weg hier. Das stinkt. Ja, das. Doch, das stinkt alles. Ja, eine. Die oder die? Die. Ja, die kommt weg. Ja? Ja, gut. Stadtreinigung kommt und machen wir gleich weg. Also in Deutschland ist es ist nicht verboten, auf der Straße zu sitzen oder zu schlafen irgendwie. Aber das Lager darf nicht zu groß werden. Und natürlich, wenn angebrochene Lebensmittel sind oder die sind schlecht. Ja, der nickt da auch schon und sagt, ja, es muss mal weg. Hallo. Ich habe schon ein bisschen aussortiert. Es ist nur das noch irgendwie, was da ist. Ja, gut. Danke. Vasili wird regelmäßig von Hilfsorganisationen mit neuen Decken versorgt. Krass, Brudi, warte mal ganz kurz. Hat er das gerade mit seinen also ohne Handschuhe angefasst? Ah, boah, das wäre zu hart, Bruder, wenn er das ohne Handschuhe angepackt hätte, ja? Ich dachte gerade, Bruder, wie, der hat das einfach so mit Handschuhe, ohne Handschuhe angefasst. Sorgt. In dem Band, yeah, kann ich immer mehr, egal wo ich auch bin, meine Stimme, die kennt jeder in dem Band. Freunde, ich hatte euch angekündigt, sichert euch Anteile an dem Song Sahara. Der erscheint schon am 1.9. und ihr könnt euch natürlich nach wie vor Anteile an dem Song sichern, auch nachdem der Song released ist. Jetzt ist die ganze Ware heiß, deswegen checkt auch die Benefits ab und sichert euch Anteile an dem Song Sahara. Lass ein Abo da, Bi!